Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen der Fluch der Werwölfe und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Kann es etwas Schlimmeres geben als Dauerregen in einem erdrückenden Dschungel aus Beton und Glas? Oh nein, nicht schon wieder ein Stromausfall. Wo sind bloß die Kerzen? Endlich, ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Das kleine Mädchen auf dem Bild hier, das bin ich, Ashley. Und das ist meine Großmutter. Wir haben viel Zeit zusammen verbracht, als ich noch klein war. Meine Großmutter lebte auf unserem Familienanwesen in Maine, direkt an der wunderschön und friedlich ist es dort. Ich habe es als Kind sehr genossen, auf dem herrlichen Grundstück zu spielen. Ich kann mich an lange Strandspaziergänge erinnern, wie die Wellen des Ozeans gegen die Felsen brannten und an die frische Meeresbrise auf meinem Gesicht. Aber gestern bekam ich einen Brief. Ich bin mir sicher, dass er von meiner Großmutter stammt. Darin war jedoch nur eine unbeschriebene Postkarte mit dem Bild eines Leuchtturms, sonst nichts. Ich versuchte, meine Großmutter anzurufen, den ganzen Tag lang, aber niemand hebte ab. Sie ist immer zu Hause, die geht immer ans Telefon. Ich bekam ein schrecklich mulmiges Gefühl. Vor lauter Sorge konnte ich nicht einschlafen, also stieg ich in meinen Wagen und fuhr los. Warum kein Ton ist, kann ich gerade nicht sagen. Das Haus sah in der Dunkelheit richtig gespenstig aus. Überall lang Trümmer, die der Sturm über das... Okay, Großmutter, wo bist du? Was ist geschehen? Halte aus, ich komme. Grandma? Hello? Anyone home? Huh, this is really strange. And too quiet. Ich bin am Haus meiner Großmutter angekommen, aber irgendetwas ist hier faul. Wie es hier aussieht, es ist schrecklich still und die Hauswände sind mit seltsamen Symbolen übersät. Ich habe mehrere Male an die Tür geklopft, aber Großmutter hat sie nicht geöffnet. Ich habe Angst, dass ihr etwas zugestoßen ist. Leider gehen wir nicht in allen Let's Plays ausmachen, damit wir keine Probleme bekommen. Gut, wir suchen einen Stiefel, Schmetterlinge, Kerze, Kompass, Malzkolben, Aufziehmaus, zwei Hufeisen, Flöte und Hüpfbuch, Spielzeug, Pferd, Globus und eine Autobatterie. Hä, da liegt doch ein Hufeisen. Dann halt nicht. Mal jetzt, okay. Nur noch ein Malzkolben ist hier und eine Kerze da. Wir haben eine Aufziehmaus bekommen. Dann schnüffeln wir mal ein bisschen hier in den Tisch. Grandma's handwriting. What does it say? Irgendwas geht hier vor. Ich spüre es. Um jeden verstrichenen Tag rückt es ein wenig näher. Seit Wochen regnet es in Strömen und es scheint kein Ende zu nehmen. Die Tage werden dunkler und es wird allmählich kälter. Ich versuche das Haus nicht mehr zu verlassen, sondern im Dunkeln. Heute habe ich wieder diese Tollen gehört. Die Nachbarn sprechen kaum noch mit mir, aber sie sagen, dass Robert aufgewacht sei und ein Opfer verlange. Ich habe die Statue in den Weg aufgestellt, aber das scheint ihnen nicht zu reichen. Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun kann. Gut,
Gegenüber scheint irgendwas zu beunruhigen. Etwas Grauenhaftes. Ich schreibe von Wölfen, obwohl es hier schon seit Jahren keine Wölfe mehr gibt. Wenn einer Welt ist locker, irgendwas Schreckliches geht hier vor. Aber ich habe keine Ahnung, was genau es ist. Ich muss Großmutter finden und zwar schnell. Gut, wir haben jetzt einen roten Edelstein, Streichholzpackung und eine Aufziehmauer. What is that? A wolf? I haven't seen this statue before. Oh, the very look of it gives me chills. Im Garten steht eine Wolfstatue, die ich zuvor noch nie gesehen habe. Sie erinnert an einen Wolf, aber ihr Rumpf sieht irgendwie menschlich aus. Großmutter hat geschrieben, dass sie eine Statue für Robert aufgestellt hätte. Könnte diese Statue damit gemeint sein? Äußerst merkwürdig. Eine Suchecke, gut. Halskette, Eisenbahn, Fahrschein, Korken, Metallkugel, Yin und Yang, zwei Löffel, Armbanduhren, Stofffetzen, Knopf, MP3-Player, Wolfskopf und eine Patrone. Ja. Noch ein Löffel. Patron ist da, Löffel ist da. Noch ein Korken, eine Eisenbahnfahrkarte. Eine Armbanduhr. Da. Stofffetzen. Hier. Ein Knopf. Da ist der Wolfskopf und noch der MP3-Player. Und eine verschlossene Truhe. Oh my god! That's my grandma's neighbor, Mr. Oxford! What happened to him? Why is he lying here in my grandma's cellar? Is he dead? Who would do such a horrible thing? Während ich mich weiter bewege, finde ich mehr Fragen als Antworten. Im Keller habe ich Mr. Oxford gefunden. Tot. Irgendjemand oder irgendetwas muss ihn umgebracht haben. Sein Hals sieht schrecklich aus. Ich muss den Keller so sorgfältig nach Hinweisen abholen. Mr. Oxford war immer freundlich. Er hätte keine Fliege etwas zu Leide tun können. Wer sollte ihn also umbringen wollen? Und warum hatte er ein Messer in der Hand? Musste er sich gegen jemanden verteidigen? Das werden wir, glaube ich, hoffentlich noch herausfinden. Gut, hier werden wir erstmal fertig. Mal den aufschlitzen. Dann haben wir einen Schlüssel und die Kante kriegen wir bestimmt genau da. Dann haben wir auch den grünen Edelstein und dann gehen wir auch drüber zurück. It's tangled. I need to try to rearrange the gem so that the bead chains don't intersect. Trick 15 bei sowas. Immer erstmal Platz machen. Und ziehe immer alles ziemlich weit auseinander. So kann man noch damit arbeiten. Das heißt, ich packe den hier hin und das ist dann
da unten jetzt nicht mehr dran. Scheinbar nicht, dann müssen wir also da bleiben. Und ja, dann hätten wir das schon. Und ich mache einen Schluss. Telefon, Auto, Feuerholz, Karte, Maske, Füller, Teller, Stein, Monokel, Reife, Muschel und eine Eisensäge. Eigentlich schon ein bisschen zu einfach, weil die hier leicht hervorschauen. Gut, hier wäre nichts mehr. The door won't open until I fix this lock. Looks like I must arrange the gears in the right order. Grandma? Where are you? Anyone home? Ich bin jetzt im Haus. Kaum zu glauben, dass es dasselbe Haus sein soll, an das ich so schöne Erinnerungen habe. Seit ich das letzte Mal hier war, hat sich hier eine Menge verändert. Es scheint schon vor einiger ganzen Weile verlassen worden zu sein. Alles ist mit einer dicken Staubschicht überdeckt. Ich werde vorsichtig die Eingangshalle untersuchen. Vielleicht finde ich dort Hinweise auf das, was hier passiert ist. Okay, den habe ich schon. Der fiel mir direkt ins Auge. Gut, was haben wir hier? Die Uhr und hier brauchen wir den Schalter. Und noch einen Aufziehschlüssel. Hier fehlt irgendetwas. Und durchtrennt und hier fehlt irgendwas anderes. Oh, it's so dusty. No one has cleaned up around here for a long time. It's chilly in here. The radiator is cold and the window's wide open. Looks like the key has been deliberately broken. I need to rearrange the parts to make it whole again.
Karten rechnen, ein Bohren, Einhorn, Schwert, eine Karte, Grammophon, Glas, Lolli, Duftbaum, Europa und ein Teebeutel. Okay. Gut, hätten wir das? Ein kleines Messer. It's a note from my grandma. Who would have tried to burn it? Why? Grandma! So, sie kommen, sie werden mich finden. Ich verliere allmählich den Verstand. Ich war jetzt schon mehrere Tage nicht mehr draußen. Ich habe alle Türen und Fenster verschlossen, aber das wird nicht lange aufhalten. Ich habe meinen Ring in den Stuhl eingenäht, damit sie ihn nicht bekommen. Bitte, helft mir. Jemand hat es auf Großmutter abgesehen. Ich muss herausfinden, wer oder was es ist. Und zwar schnell. Aus irgendeinem Grund hat Großmutter ihren Ring in den Stuhl eingenäht. Ich weiß nicht, warum der Ring so wichtig ist. Aber ich muss ihn finden. Vielleicht gibt er mir ein paar Hinweise. Gut, da liegt auch ein Stuhl. This is the chair Grandma wrote about. Und da haben wir den Ring. Sonst ist hier... Ah. Genau. Sah nämlich schon so nach der Form aus. Da fehlt uns aber nur noch einer. Ich habe im Wohnzimmer eine versiegelte Kiste gefunden. Gehört sie Großmutter? Sie kommt mir nicht bekannt vor. Wem sie auch immer gehört, der oder diejenige wollte wohl auf jeden Fall verhindern, dass sie geöffnet wird. Warum sonst hätte jemand sie mit drei Siegeln versehen? Die Kiste besitzt weder einen Verriegelungsmechanismus noch ein Schlüsselloch. Sie muss also irgendwie anders geöffnet werden. Vielleicht komme ich dahinter, wenn ich diese Siegel entferne. Gut, hier ist sonst nichts mehr. Gehen wir mal raus. So. Hier haben wir noch nichts. Hier war auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal raus. Ein Fernseher, ein Kopfhörer, ein Baseball, Kappe, Ziegel, Stoffrakete, Kartoffel, Halskette, Streichhölzer, Schloss, zwei Blätter und ein Handschuh. Schnapsglas, Glas, Erdbeere, Lupe, zwei Bleistifte, Bernstein, Kette, Rose, Uhrenschlüssel, Puppe, Tasse, Haarspange, Schiffsmini-Natur, Mini-Natur und ein Feuerzeug. Und vier Wörter. Schnapsglas, eine Erdbeere, eine Lupe. Gruselige Puppe. Hallo, da liegt doch ein Bleistift, genau. Na, Haarspange haben wir da. Noch ein Feuerzeug, eine Tasse und ein Bleistift.
Gut, aber ich würde sagen, bevor wir hier zurück ins Haus gehen, beende ich hier die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge.